Dann kommen wir zur nächsten Aktuellen Stunde, Tagesordnungspunkt 90. Antrag der Fraktion der AfD, Erdklima kühlt ab und so weiter, Drucksache 20/5585, gemeinsam mit 106, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der AfD. Es beginnt der Kollege Klaus Gagel, AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Erinnern Sie sich noch an den Februar, als Deutschland von einer in den letzten Jahren wenig gesehenen Kältewelle erfasst wurde? Und können Sie sich noch erinnern, was das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung uns dann verkaufen wollte? Sie sagten doch ernsthaft den Satz, es wird kälter, weil es wärmer wird. Es wird kälter, weil es wärmer wird. Man musste kein Prophet sein, um damals schon zu vermuten, dass dies erneute Klima-Fake News aus Potsdam waren. Fake News deshalb, weil Daten und Fakten jetzt zeigen, Februar und März 2021 waren weltweit die kältesten seit 7 Jahren. So schauen wir heute mal ein bisschen auf, wenn Sie so wollen, die Klima-Inzidenzwerte. Und was sehen wir da? Die letzten 8 Jahre einen ungebrochenen Anstieg von CO2. Keine Delle, nichts. Wir sehen, dass alle Emissionsreduzierungsmaßnahmen weltweit bisher nichts, aber auch gar nichts bewirkt haben. CO2 steigt und steigt und steigt. Selbst Corona hat daran nichts geändert. Nachhaltig, meine Damen und Herren von den Grünen, kann man das nicht nennen. Jetzt kommen wir mal zur Erdmitteltemperatur. Wir schauen auch hier die letzten 8 Jahre an, meine Damen und Herren. Sehen Sie da eine Korrelation? 8 Jahre? Kein wirklicher Anstieg mehr und vor allen Dingen seit einem halben Jahr einen ziemlichen Rückgang, ein halbes Grad. Das ist die, wir reden hier über Anomalien, Herr Felstausen. Ich weiß, dass Sie das nicht verstehen. Werden wir doch in allen Medien ständig mit der Angst und Panik des 1,5-Grad-Ziels bedrängt, so müssen wir heute feststellen, allein in der Zeit von November bis jetzt ist die globale Mitteltemperatur, und das, was Sie hier sehen, sind Anomalien, um ein halbes Grad gefallen, um ein halbes Grad. Alle Beobachter des Erdklimas haben dies bestätigt. Satellitengestützte, modellbasierte Anbieter, ich könnte Ihnen jetzt die Namen sagen, dafür habe ich leider die Zeit nicht. Nun werden Sie fragen, wie kann das denn sein? Auf allen Kanälen wird zur Klimakrise wegen erhöhter CO2-Emissionen gewarnt, aber das Klima kühlt auf einmal ab. Meine Damen und Herren, natürlich geht das. Der Zusammenhang zwischen CO2-Anstieg und Erdmitteltemperatur ist ein wissenschaftlich fragwürdiger und von Politkreisen herbeigeredeter Zusammenhang. Es gibt in der derzeitigen Abkühlungsphase keinen Zusammenhang zwischen CO2 und Temperatur. Gäbe es ihn, müsste die Temperatur genauso wie CO2 von Rekord zu Rekord eilen. Tut es aber nicht. Meine Damen und Herren, wir können also nicht so tun, als gehe es dem Erdklima derzeit schlecht. Im Gegenteil, es geht ihm vergleichsweise gut. Und was heißt das nun für Hessen? Auch unsere Regierung muss zur Kenntnis nehmen, dass der Zusammenhang zwischen CO2 und Klima seit mindestens 8 Jahren nicht mehr wirklich gegeben ist. Unsere Landesregierung muss bereit sein, Dekarbonisierungsmaßnahmen und CO2-Neutralität oder CO2-Ziele zu verwerfen, wenn diese schlicht und einfach nicht notwendig sein sollten. Und drittens, meine Damen und Herren, Hessen braucht eine Klimadebatte 2.0, derart, dass der Zusammenhang von CO2 und dem Erdklima in einem neuen kritischen Diskurs hinterfragt wird. Wir fordern, dass hier auch kritische Stimmen zu Wort kommen dürfen.
Wir haben ja gerade die Meinungsfreiheit gehabt. Das passt gut dazu. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir werden die Entwicklung der nächsten Jahre sehr genau beobachten, was das Erdklima macht. Sehen wir eine Stagnation, eine weitere, oder sogar eine Abkühlung der Erdtemperaturen, entkoppelt sich CO2 von der Erdtemperatur weiter, müssen wir spätestens dann in einen politischen Diskurs rund um CO2 und um die Fraglichkeit von Dekarbonisierungsmaßnahmen eintreten. Wir müssen das deswegen tun, weil wir unseren Wohlstand, unsere Energieversorgung, unsere Mobilität und die Schlagkräftigkeit unserer gesamten Volkswirtschaft nicht auf dem Altar zweifelhafter Postulate einer herbeigeredeten Klimakrise opfern dürfen. Und noch ein Satz. Jetzt ist er wieder weg. Kommt zum Ende, Herr Präsident. Das Thema ist so komplex. Ich habe hier gerade mal 5 Minuten gehabt. Ich hätte jetzt noch viel, viel mehr sagen und zeigen können. Zu Temperaturanomalien, Wasseroberflächentemperaturen, Meereis kann ich aber nicht. Aber insgesamt ist das Thema komplex und ich biete der Landesregierung an, mit meinem fachlichen Input als kritische Stimme zu dienen für eine zukünftige. Da wissen wir, Frau Wissler, das Thema hatten wir gerade eben, Meinungsfreiheit. Wie Ihre Einstellung zum Diskurs ist, konnte ich an Ihrem Lachen jetzt gerade sehen. Sie haben sich gerade, was die Aktuelle Stunde von eben gerade gesagt, haben sich gerade selbst verraten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Gagel. Das Wort hat der Abg. Thorsten Felzhausen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die AfD hat jedes Recht, ihre kruden Thesen hier vorzutragen. Aber daraus leitet sich nicht die Pflicht ab, sie auch wirklich ernst zu nehmen. Weil ich frage Sie jetzt ganz ernsthaft, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, was kommt denn als Nächstes noch? Welche Aktuellen Stunden haben wir denn von Ihnen zukünftig noch zu erwarten? Wollen Sie ernsthaft noch mit uns diskutieren über Area 51, über den Fake der Mondlandung? Und auch, finde ich, das Thema Attentat auf John F. Kennedy ist noch lang nicht ausreichend hier diskutiert worden. Das, was Sie hier machen, ist eine intellektuelle Beleidigung des Plenums und der Diskussion. Und was Sie versuchen wollen, ist, das hier zum Schauplatz zu machen, von kruden Thesen, von Querdenkern, Verschwörungsschwurblern und von Wissenschaftsleugnern. Sie wissen ganz genau, ja, Sie möchten mit diesem Beitrag sich selber wieder in die Opferrolle bringen. Man dürfe es ja nicht mehr sagen, man dürfe es nicht kritisieren. Ja, Sie dürfen es, Sie dürfen es, Sie dürfen es kritisieren. So, wissen Sie, der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich habe ein Mikrofon, Sie haben keins. Sie dürfen das hier vortragen, Sie dürfen das kritisieren, aber Sie haben kein Recht dazu, keinen Anspruch darauf, dass wir Sie in irgendeiner Form damit ernst nehmen und darauf ernsthaft erwidern, weil Sie begeben sich völlig jenseits jeglichen wissenschaftlichen Diskurses. Und ich finde, mehr ist dazu nicht zu sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Welzhausen. Nächste Rednerin ist die. Nee, meine Damen und Herren, bitte. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Lena Arnold, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der selbsternannten Alternative ist es ja immer daran gelegen, sich von den Altparteien abzugrenzen, etwas anderes zu denken und zu fordern als alle anderen, wird immer mehr zum Selbstzweck. Offenbar egal, wie falsch, wie dumm oder auch wie hanebüchen die Behauptung und Forderung ist, Hauptsache nicht Mainstream. Und dass die Einschläge im aufziehenden Wahlkampf häufiger werden und näher kommen, verwundert mich nicht. Alle Welt ist sich einig, dass die europäische Einigung Deutschland und dem Kontinent eine nie gekannte Phase von Frieden und Wohlstand gebracht hat. Die AfD will aus der EU austreten.
Alle Welt ist sich einig, dass wir gerade eine Pandemie haben, die Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Die AfD will, dass keinerlei Maßnahmen dagegen unternommen werden. Und, um zum Thema heute zu kommen, alle Welt erkennt den Klimawandel. Rund 97% der Wissenschaftler, die sich täglich und intensiv mit diesen Fragen beschäftigen, bestätigen den Einfluss von CO2 und anderen Klimagasen auf das Klima. Im Weltklimarat sind Experten aller Welt versammelt und haben hinsichtlich des menschengemachten Treibhauseffektes einen Konsens. Die nationalen Wissenschaftsakademien aller G8-Länder und zahlreicher Schwellenländer haben sich ebenso eindeutig positioniert wie die European Science Foundation, Weltorganisation für Meteorologie, die American Physical Society, um nur ein paar zu nennen. In Deutschland könnte man mal beim Deutschen Klimakonsortium, beim Potsdam-Institut oder beim Deutschen Wetterdienst oder bei Max Planck oder auch Helmholtz nachfragen, wenn man internationalen Stimmen misstraut. Der chemisch-physikalische Einfluss des CO2-Anteils an der Erdatmosphäre auf den Treibhauseffekt, also auf die Durchlässigkeit und Reflexion der Sonneneinstrahlung und damit die Temperatur auf der Erde, ist eindeutig belegt. Die Korrelation zwischen dem CO2-Anteil und den Temperaturen auf der Erde ist eindeutig. Und die 6 wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1880 waren ausnahmslos im vergangenen Jahrzehnt. Ja, Klima ist komplex, Klima ist nicht monokausal, weil es auch andere Faktoren auf Klima und Temperatur gibt, als nur den CO2-Ausstoß ist der Trend der Erwärmung nicht glatt und nicht linear, sondern er schwankt. Und die Auswirkungen sind nicht überall auf der Welt gleichgerichtet. Und warum die Heranziehung einer globalen Durchschnittstemperatur und der Lufttemperatur nicht sinnvoll ist, sondern wir über Temperaturentwicklung und Veränderungen sprechen müssen, das können Sie überall nachlesen. Ihr Interesse heute ist nicht eine ehrliche Debatte, nicht Fakten und nicht Wissenschaft. Ihr Interesse ist nur die Verunsicherung und Verschleierung, weil Ihnen die Folgen aus den Fakten einfach nicht passen. Wenn man noch 5 Jahre darüber diskutiert, ob nun die 97% der Experten, Professoren, Geologen, Physiker recht haben oder nicht, oder ob vielleicht doch der Herr Gagel von der AfD es besser weiß als all diese Leute, muss man 5 Jahre nichts Substanzielles tun. Das ist herrlich bequem, das führt aber in die Sackgasse, weil es Probleme und Herausforderungen leugnet, statt sie anzugehen und sie zu lösen. Und diese Vogel-Strauß-Politik ist Ihr Politikmodell. Raus aus der EU und grenzendicht, dann kommt die böse Globalisierung nicht zu uns. Wenn ich einfach behaupte, dass Corona nur eine Grippe ist, leeren sich die Intensivstationen bestimmt von ganz allein. Und wenn ich einfach negiere, dass der Klimawandel existiert, hören bestimmt auch die Dürren, die Stürme und die Wetterextreme auf. Das Eis in der Antarktis, das kehrt zurück, der Anstieg der Meeresspiegel wird sicherlich gestoppt und die Verwüstung ganzer Landstriche hört auf. Lieber Herr Gagel, Sie haben es geschafft, hier wieder mal einen Punkt aufzurufen, in dem Ihnen niemand mehr ernsthaft zustimmt. Nicht jeder abseits des Mainstreams ist ein Visionär. Und wenn man nur aus Prinzip und ohne gute fachliche Grundlage einfach nur dagegen ist, dann ist man kein Prophet, sondern dann ist man ein Ignorant oder auch ein Querulant. Wir kümmern uns lieber darum, dass unser Klima zu schützen, indem wir in einer globalen Anstrengung unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Die ambitionierten Ziele der EU und nun auch der USA und das erneute Commitment aus China und anderen Ländern machen Hoffnung, dass in den Paris-Prozess nun das nötige Tempo kommt. Deutschland und auch Hessen, das sei Ihnen versprochen, nimmt diese Verantwortung wahr. Und die AfD zeigt einmal mehr, dass sie keine Verantwortung erhalten sollte, weil sie nicht bereit ist, Verantwortung zu tragen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Lena Arnold. Jetzt kommt der Kollege Gernot Grumbach, SPD-Fraktion. Gernot, bitte.
Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man muss das gar nicht auf so einer abstrakten Ebene machen, sondern das Problem, Herr Gagel, ist bei Ihrem Angebot, wir stellen Ihre wissenschaftliche Qualifikation infrage, weil Sie verwechseln Politik und Wissenschaft. Man kann das relativ präzise beschreiben. Der Grundlage von Wissenschaft ist, Sie stellen Fragen. Die sind auch schon interessegeleitet. Als ich mal ganz jung war, gab es den Begriff des interessegeleiteten Forschungs, der interessegeleiteten Forschung. Aber die Antworten nehmen Sie nicht vorweg, sondern Sie nehmen die Ergebnisse hin und versuchen, sie zu interpretieren. Was Sie gemacht haben, ist ein ganz spannender Punkt, weil Sie haben versucht, die Ergebnisse an Ihre Meinung anzupassen. Netterweise haben Sie ja die Grafik verschickt. Und zur Grafik lassen sich genau drei Dinge sagen. Erstens, die Klimadefinition im Gegensatz zu Wetter umfasst Zeiträume zwischen 25 und 30 Jahren, keine kürzeren, weil alle Zwischenschwankungen, die völlig natürlich sind, selbstverständlich in kurzfristigen Betrachtungen Ergebnisse erzeitigen, die mit dem Klima erstmal überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht werden können. So. Sie haben die Gesamtauswertung der Uni in Maine auf 7 Jahre verkürzt und damit überhaupt keine Klimabeschreibung geliefert. Zweiter Teil. Die Universität hat auf ihrer Website sehr ausdrücklich das, was Sie genommen haben, als vierte Version der Klimabeschreibung beschrieben, weil sie dort ein paar Berechnungen vorgenommen hat, die sie unten auch angegeben hat. Diese Angabe haben Sie netterweise weggelassen, weil die beschreibt nämlich unter anderem, dass bestimmte Ereignisse den Tropen aus diesen Daten raus. Das darf man alles machen. Das ist nicht der Punkt. Man muss es nur offenlegen und man muss diskutieren, rausgerechnet worden sind und damit ein Stück auch Klimaeffekte reduziert worden sind. Nächster Punkt, und das ist der Punkt, das Ergebnis, das Sie haben, ignoriert einfach, dass das, was Sie beschreiben, alle 10 Jahre stattgefunden hat. Wir hatten ungefähr um 2000 und ich würde mal schätzen 2010 eine Situation, wo bei 3 Jahre es kälter geworden ist. Wir hatten im Jahre 1992, 93 eine Situation, wo es sozusagen über 3, 4 Jahre kälter geworden ist und so weiter. Das heißt, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte lässt sich relativ beschreiben als ein Auf und Ab. Aber, und das gehört zur Analyse dazu, wenn Sie die Gesamtentwicklung betrachten, stellen Sie fest, es ist ein Auf. Und zwar kontinuierlich seit Beginn der Industrialisierung. An der Stelle sind Sie einfach von dem Ergebnis fixiert in den Methoden nicht sauber. Zweiter Punkt. Sie haben natürlich recht. Sie haben vollständig recht mit Ihrer zweiten Grafik, dass der Anstieg des CO2 in der Welt nicht gestoppt ist. Ja, das ist so. Es ist erstens erwartbar, weil wenn Sie gelesen hätten, was alle die Leute darüber schreiben, wäre Ihnen aufgefallen, dass von der langen Verzögerung von CO2-Entwicklung relativ zur Industrialisierung sehr lange beschrieben wird. Das, womit wir uns jetzt auseinandersetzen, sind die CO2-Ausstöße der Vergangenheit, die sich weiter akkumulieren. Eine Abbremsung wäre nur möglich, wenn wir relativ hart bremsen würden. Und das mit dem Wohlstand fand ich besonders nett, weil, was Sie vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, da bedanke ich mich bei meinem Kollegen Kaffenberger, das Bundesverfassungsgericht hat über das Klimaschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland geurteilt. Und zwar mit dem netten Grundsatz, die Vorschriften dieses Gesetzes verschieben die Emissionslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030, die zum Teil noch sehr jungen Beschwerdeführer, unter anderem Fridays for Future, sind dadurch in ihren Freiheits- und Entfaltungsrechten massiv eingeschränkt. Das heißt, genau die Variante, wir warten es ab. Und damit heute den Leuten es alle gut geht, aber die nach uns kommen, denen darf es dann schlechter gehen. Diese Auffassung hat das Bundesverfassungsgericht heute verworfen und damit haben Sie recht. Das ist eine Aufforderung an alle nachzulegen. Und damit bin ich dann an dem Punkt, wo ich glaube, dass wir noch einmal sehr sauber schauen müssen, weil wir reden darüber, wie wir mit einer Situation umgehen, die wir, sagen wir mal, zu vielen Stimmen beschreiben können. Und die einfache Frage lautet, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Nebel, fahren Auto und sehen sich vor sich den Schatten eines Baumes. Ihr Beifahrer sagt Ihnen, da ist aber keiner. Würden Sie Gas geben oder bremsen? Ich würde sicherheitshalber bremsen, und das ist auch klug so. Danke.
Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Martina Feldmayer, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Martina, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die AfD bringt mit ihrer Aktuellen Stunde heute einen ganz alten Hut der Klimawandel- und Wissenschaftsleugnung hier auf die Tagesordnung und macht das, was seit 30 Jahren versucht wird von diesen Klimawandelleugnern. Man vertauscht die Begriffe Wetter und Klima einfach mal. Ich möchte einfach nach diesem pseudowissenschaftlichen Vortrag von Herrn Gagel selbst noch einmal gerne hier diese Grundbegriffe erklären, ganz anschaulich erklären, sodass es die AfD vielleicht versteht. Den Rest des Hauses bitte ich um Entschuldigung dafür, dass ich das so einfach mache. So, also, was ist Wetter? Wetter ist das, was wir sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken. Ich habe jetzt mal ganz einfach von der Kindersendung Logo die Erklärung für das Wetter hier mitgebracht für die AfD, damit Sie das sehen und den Unterschied vielleicht erkennen. Also, wenn man aus dem Fenster schaut, kann mal die Sonne scheinen. So. Man kann auch das Fenster mal aufmachen. Oder es kann auch mal regnen. Das kann sich auch mal innerhalb einer Stunde ändern. Es kann mal drei Tage am Stück regnen. Es kann auch mal eine Woche die Sonne scheinen. Es kann auch mal im März ganz kalt sein. Das merkt man beispielsweise, wenn man das Fenster auch mal aufmacht. Oder es kann auch mal ganz warm sein, neblig. Es kann auch feucht sein, wenn man die Hand aus dem Fenster hält und merkt, es wird ganz nass, also das ist dann Regen. So, all das ist Wetter, um das noch mal ganz, ganz deutlich zu machen. Ich glaube, die Kinder zumindest haben verstanden, was Wetter ist. So. Also, Wetter kann man alltäglich beobachten, an unterschiedlichen Orten ganz unterschiedlich. Und im Unterschied dazu gibt es etwas, das wir Klima nennen. Das Klima ist ein Langzeitmittelwert des Wetters über mehrere Jahre. Herr Grumbach hat es ja ganz deutlich auch schon ausgeführt. Und das Klima können wir nicht unmittelbar beobachten, wenn wir aus dem Fenster schauen. Alles, was wir sehen, sind Veränderungen im Wetter und in den Niederschlägen. Schauen wir uns aber die durchschnittlichen Temperaturen über mehrere Jahre und vor allen Dingen Jahrzehnte an, erkennen wir Muster und langfristige Trends. Und diese langfristigen Entwicklungen und Trends sind es, die wir Klima nennen. Aber, liebe Kinder, meine Damen und Herren, der AfD ist es egal. Sie greift sich jetzt die kalten Tage im März in Hessen raus und stellt fest, ui, der März, der war ja so kalt gewesen. Ergo, es gibt keinen Klimawandel. Aber auch schon der Titel der Aktuellen Stunde ist kompletter Quatsch, meine Damen und Herren. Kältester März seit 7 Jahren. Klima entkoppelt sich von CO2. Selbst bei der Bewertung des Wetters, was ja nicht so schwer ist, liegt die AfD daneben, wenn man sich die Pressemitteilung des Deutschen Wetterdienstes zum Deutschlandwetter im März anschaut. Da steht nämlich drin, Deutschlandwetter im März 2021. Große Temperaturgegensätze von Polarluftvorstößen zu Frühsommergefühlen. Der Temperaturdurchschnitt lag im März 2021 mit 4,6 Grad Celsius um 1,2 Grad über dem Wert der international gültigen
Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 wurde exakt der vierjährige Mittelwert erreicht. Also selbst bei den Auswertungen von Pressemitteilungen liegt die AfD daneben, wenn es um das Wetter geht. Also, wenn wir über den Klimawandel reden, dann geht es um die Veränderung der globalen Mitteltemperatur. Also nicht die Durchschnittstemperatur in Hessen, sondern eben auf der ganzen Welt ist entscheidend. Wer also in Hessen drei Wochen lang aus dem Fenster guckt und anschließend zu dem Ergebnis kommt, den globalen Klimawandel gebe es nicht, der hat entweder überhaupt nicht verstanden, worüber er da redet, Herr Gagel, oder er verbreitet mutwillig Fehlinformationen. Davon gehe ich aus. Und genau darum geht es der AfD natürlich, mutwillig Fehlinformationen zu verbreiten, Aufmerksamkeit um jeden Preis. Ja, die Flüchtlingskrise ist zu weit weg, die Leute regen sich nicht mehr auf, man kann so schwierig polarisieren, also greift man sich dieses Mittel einfach raus, leugnet die Wissenschaft, versucht, die Wahrheit hinzubiegen, wie man gerade will, und versucht, Aufmerksamkeit zu erregen um jeden Preis. So, okay. Ich habe mich jetzt hier darüber geäußert, aber ich sage es Ihnen, das war jetzt auch das letzte Mal. Ich glaube, es lohnt sich einfach nicht. Frau Abgeordnete Feldmayer, Sie müssten auch zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Es lohnt sich nicht, mit der AfD sich wirklich inhaltlich über dieses Thema weiter auseinanderzusetzen. Sie wollen es nicht verstehen und Sie verstehen es einfach auch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Feldmayer. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Rock zu Wort gemeldet, der es jetzt auch haben könnte. Bitte? Frau Präsidentin, ich darf hier mal ohne Maske jetzt hier, das ist schon eine Erleichterung. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Gagel, liebe Kollegen von der AfD, Sie sind ja noch nicht so lange im Landtag. Ich kenne Sie jetzt auch noch nicht so lange als energiepolitischer Sprecher. Ich kann das noch nicht so alles einordnen, was Sie für Ideen haben zum Thema Klimawandel. Ich mache das Thema jetzt über 30 Jahre. Ich habe es schon sehr interessiert verfolgt, als Angela Merkel damals Kyoto-Protokoll unterschrieben hat, und bin eigentlich schon sehr tief und sehr lange in dem Thema drin. Und ich kenne auch die Frage, ist es denn jetzt menschengemacht oder nicht? Gut, wir haben uns die Frage vielleicht vor 15 Jahren gestellt, jetzt nicht heute, sondern schon vor langer Zeit. Und ich kenne auch die Debatten darum. Und ich bin ja auch jemand, der sehr kritisch mit der Energiepolitik und der Klimapolitik der Landesregierung umgeht. Das ist, glaube ich, unbestreitbar. Aber es gibt nun mal für mich als Abgeordneter nicht die Möglichkeit, als Wissenschaftler da jahrelang an was zu forschen, sondern ich bin darauf angewiesen, Wissenschaftler zu fragen und abzuwägen. Ich würde jetzt auch nicht nur die Kollegen aus Potsdam fragen. Das verstehe ich. Ich würde die nicht als Einzige fragen. Aber es kam ja hier, ich glaube, von Frau Arnold war der Vorschlag, gehen Sie mal zum Deutschen Wetterdienst. Das ist eine Bundesbehörde, die ist nicht abhängig von Forschungsgeldern, die könnte das, oder die beurteilt das sehr neutral, die hat auch tolle Rechenkapazitäten, die kann ganz viele Modelle selbst erstellen. Und dann können Sie die mal fragen, gibt es eine Korrelation? Die sagen dann auch objektiv, na ja, das hat alles eine Wahrscheinlichkeit, die Eintrittswahrscheinlichkeit der Modelle, aber die Korrelation an sich bestreitet niemand. Und Sie haben ja selbst ein Bildchen hochgehalten. Ich habe jetzt keine Teletubbies-Bilder dabei, aber ich habe auch noch mal eine Statistik dabei. Und ich wollte die auch noch mal zeigen, weil falls hier jemand zuguckt und jetzt ein bisschen verwirrt ist, ich habe einfach mal jetzt von 1880 bis 2019, das war das Neueste, was zu erreichen war, einfach mal den CO2, also sozusagen die Anreicherung des CO2 in der Luft und die Mitteltemperatur, die sieht man hier an der Kurve. Auch für Sie. Und ich glaube, wir sind uns einig, und Sie haben das ja hier oft noch selbst vorgetragen, wenn die Grünen hier erklärt haben, heute war wieder so heiß und das Klima ist da, haben Sie doch immer gesagt, Klima ist doch nicht heute. Also es war doch Ihr Argument auch immer sehr gerne, dass Sie das hier vorgetragen haben, den Kollegen von den Grünen immer gesagt haben, oh, das ist doch, das kann man doch nicht so sehen. Und jetzt drehen Sie das Argument um gegen sich selbst. Und das ist schon eine intellektuelle Leistung, die ich irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann. Darum so viel dazu. Es gibt keinen, der genau sagen kann, genau so geht es aus und so geht es aus. Es gibt Kippfaktoren. Da wäre ich immer vorsichtig. Aber die Grundannahme, die ist, glaube ich, zumindest zurzeit nicht bestreitbar.
gibt es auch wirklich kaum jemanden, der überhaupt in der Wissenschaft dort andere Meinungen vertritt. Kaum jemand. Und jetzt will ich aber meine letzten zwei Minuten noch einmal nutzen, weil die Grünen waren ja auch kurz hier gewesen. Und wir reden ja immer gerne über Energiepolitik, oder ich zumindest. Von der Koalition kann man das ja nicht sagen. Ich habe das mal kurz vorhin nachgeprüft. Die Koalition hat hier, wir haben jetzt Halbzeit, im Hessischen Landtag Halbzeit, die Hälfte der Legislaturperiode ist rum. Die Koalition hat 179 Anträge gestellt. Grüne Koalition, mal auch mit ein paar mehr, aber rund 179 Anträge gestellt. Jetzt überlegen Sie mal, wie viele Anträge der Koalition von 179 Anträgen sich mit dem Thema Klima beschäftigt haben, da die Grünen das ja als das wichtigste Thema der Grünen ausgerufen haben. Sie würden nie drauf kommen. Acht. Acht Anträge haben die Grünen zum Thema Klima hier mitgestellt. Und wenn ich jetzt mir die Anträge genau angucke, dann sind das Anträge in der Regel gegen Anträge, die initiiert wurden, weil wir oder andere Fraktionen mal einen Setzpunkt zu dem Thema Klima gemacht haben. Sie haben gar nichts gemacht in den letzten zweieinhalb Jahren. Sie haben überhaupt keine Initiative, Sie haben überhaupt nichts zum Thema Klima in zweieinhalb Jahren als Fraktion hier vorgelegt. Nichts. Gar nichts. Und dann ist die Landesregierung, ja, ich wusste es. Der Tarek Al-Wazir, ich wusste es. Dann habe ich mal nachgeguckt, wie viele Regierungserklärungen gab es denn? Wie viele Regierungserklärungen gab es denn? 16 Regierungserklärungen gab es. 16. Davon 6 zu Corona. Kann man ja sagen, Corona könnte über das Klima reden. Da höre ich aber immer anderes aus den Grünen. Trotz Corona müssen wir die Klimakrise bekämpfen. Wir haben 6 Regierungserklärungen zu Corona gehabt. Ich hätte mir mehr gewünscht, aber es waren nur 6. Und dann waren immer noch 10 übrig. Und wie viele von den 10 Regierungserklärungen waren denn übrigens zum Thema Klimaschutz? Nicht eine. Diese Landesregierung hat seit zweieinhalb Jahren zu dem Thema Klimaschutz hier nichts im Hessischen Landtag präsentiert, und die Fraktionen waren tatenlos. Gar nichts. Und dann stellen Sie sich hierher und sagen, das Thema wäre Ihnen wichtig. Wir als Freie Demokraten haben vor wenigen Wochen hier das Thema Wasserstoff in die Diskussion gebracht. Tarek Al-Wazir und die Grünen haben verhindert, dass es hier eine Anhörung gibt zum Thema Wasserstoff, obwohl jeder von Brüssel, Berlin, egal auf der Welt sagt, Wasserstoff wird eine wichtige Rolle beim Klimaschutz spielen. Es wird keine Anhörung im Hessischen Landtag geben. Es wird ein Stückchen was in der Enquete-Kommission stattfinden gegen Ihren Willen. Aber das ist doch falsch. Sie müssen doch endlich mal loslegen beim Klimaschutz mit Ideen, mit Gesetzentwürfen. Mal nicht nur über Ziele reden, sondern auch über Wege. Und dann müssen Sie handeln, sehr geehrte Damen und Herren. Denn wie hat es eine sympathische Abgeordnete aus Darmstadt, aus den Grünen gesagt, ja, wir regieren, es bringt ja doch nichts zum Wohnungsbau, ne? Hat die hier mal gesagt. Das ist aber nicht der Anspruch, sondern Sie müssen als Regierung hier auch mal eine Regierungserklärung machen. Sie müssen auch mal sagen, wie? Nicht nur eine Presseerklärung, Sie müssen Herr hier Abgeordnete auch mal Rock, der, Vertretung, kommen, der, das Vertretung, der Vertretung der Bürger in unserem Land auch mal sagen, wie wollen Sie den Klimaschutz überhaupt umsetzen in Hessen und was haben Sie für Ideen? Ja, so viel dazu, liebe Kollegen von der AfD. Sie sollten vielleicht mal ein bisschen aufholen in der Diskussion und irgendwie 15 Jahre mal überbrücken, dass Sie hier ankommen. Aber liebe Kollegen von der Regierung, Sie sollten auch mal was vorlegen, damit man sieht, wie Sie denn das aus Ihnen, aus Ihrer Sicht so wichtige Problem denn tatsächlich angehen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Rock. Für die Landesregierung spricht Staatsministerin Hinz. So, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, Herr Gagel, interessant, dass Sie die Grundlagen Ihrer Ausbildung anscheinend schon wieder vergessen haben. Wetter und Klima, das ist jetzt schon öfter hier in der Aktuellen Stunde angerissen worden, sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja? An den meteorologischen Daten eines Monats kann nicht die Entwicklung des Klimawandels abgelesen werden. Das haben wir Ihnen im Fachausschuss auch schon geduldig und immer wieder, eigentlich fast jedes Mal im Ausschuss, manchmal auch über mehrere Stunden erklärt. Ich glaube ja, Sie möchten den Unterschied zwischen Wetter und Witterung und Klima nicht verstehen. Das ist natürlich Ihr gutes Recht, macht aber für Klimadebatten überhaupt keinen Sinn. Weil dann müsste man sich mit dem Thema Klima, Klimawandel, langjähriges Mittel auch wirklich auseinandersetzen wollen. Im Hinblick auf das Klima müssen wir einen längeren Zeitraum betrachten, und das sind laut Weltorganisation für Meteorologie
30 Jahre. Nur über so lange Zeiträume hinweg können wir beobachten, ob sich das Klima wirklich ändert, da wir uns Mittelwerte anschauen und nicht natürliche kurzfristige Schwankungen. Weil die gibt es natürlich von Jahr zu Jahr und auch immer wieder in bestimmten Zeiträumen von 5 bis 10 Jahren. Und die Trends des Mittelwertes, des wirklich langjährigen Mittelwerts, sind eindeutig. Beim Parameter Temperatur zeigen sie nach oben. Und nur dieser langfristige Blick hilft auch, den März 2021 wirklich einzuordnen. Der diesjährige März war in Hessen 1 Grad Celsius wärmer als der Mittelwert aller Märzmonate im Zeitraum von 1901 bis 2000. Frau Hinz, lassen Sie eine Frage von Herrn Gagel zu? Ja. Sie müssten mal kurz drücken. Ja. Ist jetzt an? Ja. Vielen Dank, Frau Hinz, dass Sie die Frage zulassen. Ich konnte ja verschiedenen Äußerungen auch Ihrer Partei entnehmen, dass der Trockensommer 2018 ja eindeutig dem Klimawandel zuzuordnen war. Jetzt erzählen Sie aber, das Klima müsste man ja über 30 Jahre, also definitionsgemäß, betrachten. Sie ordnen also hier quasi ein Einzelevent, den Sie mehr einer wetterähnlichen Situation zuordnen, dann doch dem Klima zu. Das machen Sie übrigens auch mit sämtlichen Extremwetterereignissen, die es im Übrigen schon immer in der erdgeschichtlichen, in der klimageschichtlichen Situation gegeben hat. Ja, meine Frage ist, immer dann, wenn es Ihnen genehm ist, ordnen Sie Einzelereignisse dem Klima zu, aber dann, wenn es Ihnen nicht genehm ist, dann gilt das alles nicht. Die Frage ist also, wenn wir in den Diskurs Wetter und Klima gehen und Einzelereignisse einordnen wollen, dann müssten wir auch fair sein und dann, wenn es Abkühlungsphasen gibt, die dann auch entsprechend berücksichtigen. Sehen Sie das auch so? Lieber Herr Gagel, das ist wunderbar, dass Sie diese Frage stellen. Jetzt kann ich das vorziehen, was ich hier am Ende sagen wollte. Und das wird mir jetzt nicht so ganz auf die Redezeit dann angerechnet. Also, Sie haben uns hier eine wunderbare Grafik geschickt, gestern schon. Das war gut, dass Sie die vorab geschickt haben. Und jetzt will ich Ihnen mal die Grafik zeigen, die wirkliche Kurve, die ist nämlich so. Das ist die gesamte Grafik, Herr Gagel. So, und die ist seit 1950. Da begann die Grafik, ja? University of Maine. So. Und dann geht es hier so hoch. Und das ist hier 1990. Ja? Deswegen sagen wir auch Klimawandel, besonders am 1990, CO2-Ausstoß. Wir müssen sozusagen das möglichst zurückdrängen. So, und was Sie gezeigt haben auf Ihrer Grafik, ist dieser Zeitraum hier, die letzten 7 Jahre, und zwar monatlich. Die Monatsgrafik haben Sie gezeigt. Und natürlich geht die so rauf und runter. Und natürlich sind einige Jahre kälter, einige Jahre wärmer. Insgesamt ist die, das sehen Sie auch hier, ist die Steigung hier, ab da ist sie noch einmal hoch, da ist sie nicht, da gibt es noch einmal so eine Spitze runter. Das ist kurzjähriges Klimaveränderung, aber im Wesentlichen Wetter. Das hier ist Klima und Klimawandel, lieber Herr Gagel. Und deswegen sind natürlich heiße Sommer wie 2018 erst einmal heiße Dürresommer. Aber im Verlauf dieser langjährigen Kurve sehen Sie, dass es zum Klimawandel insgesamt gehört. Und deswegen müssen wir dem Klimawandel, dieser Klimakrise etwas entgegensetzen. Und da nützt Ihr Gerede überhaupt nichts, dass Sie mal von sich gehen. Frau Ministerin, es gibt eine neue Frage von Herrn Gagel, aber ich glaube, Ihre Redezeit ist jetzt. Nein, es soll ja kein Dialog hier sein. Und ich will Ihnen auch etwas zu dem März sagen. Ja? Der März
der März lag global gesehen auch noch 0,85 Grad Celsius über dem Mittel des Zeitraums und war sogar wärmer als alle Märzmonate vor 2010. Ja? So, das ist richtig. Gucke mal da. So, und wissen Sie aber was? Ja. Und, ja, aber dann müssen Sie das doch mal insgesamt sehen, bitte schön, und nicht immer nur Ihren Ausschnitt, der irgendwie in Ihre Ideologie passt, dass es keinen menschengerechten, menschengemachten Klimawandel gibt. Und die eher niedrige und die eher niedrigere Temperatur, die wir gerade erlebt haben im März, ist auf ein aktuelles La Niña-Ereignis im Zentralpazifik zurückzuführen. Das heißt, dass sich ein überdurchschnittlich hoher Luftdruckunterschied zwischen Südamerika und Indonesien global auswirkt und dann bei uns zu einem anderen Wetter, nämlich einem kühleren März führt. Lieber Herr Gagel, also das alles ist eigentlich bekannt, ist nachzulesen, ist einzuordnen. Das wäre eigentlich die Erläuterung eines Diplom-Meteorologen gewesen und nicht meine. Aber wissen Sie was? Sie sind ein Wettermann und kein Klimaexperte. Das haben wir heute mal wieder festgestellt. Anders als in Ihrem Antrag dargestellt, lohnt es sich nicht nur, gegen die Klimakrise vorzugehen. Es ist notwendig. Und Herr Rock, wenn Sie Verkehr, wenn Sie Energie, wenn Sie Landwirtschaft, wenn Sie Gebäudesanierung, wo die Landesregierung Initiativen ergreift, wo es Anträge der Koalition gibt, nicht zum Klimaschutz rechnen, dann kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Wir sind froh, dass wir ambitionierte Klimaziele verfolgen. Und ich bin froh, und das straft Ihren Argumenten und Ihrer Ideologie auch Lügen, dass das Bundesverfassungsgericht heute geurteilt hat, dass wir schärfere Klimaschutzgesetze brauchen, um die Freiheitsrechte der Generationen, gerade der jungen Generation ab 2030, nicht besonders einschränken zu müssen, weil wir wollen eine Gesellschaft, die freiheitlich ist, die demokratisch ist, die sozial ist und die ökologisch ist. Und deswegen brauchen wir energischen Klimaschutz. Danke schön. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der AfD-Fraktion Tagesordnungspunkt 90 abgehandelt. Ich frage, was passiert mit dem Antrag Tagesordnungspunkt 106 in den ULA oder heute Abend abstimmen? ULA, alles klar. Nee, ULA war gerade gesagt, in den ULA.